Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte, die wir jetzt in der zurückliegenden Stunde geführt haben über die Bundespolizei, die hat schon sehr, sehr deutlich gezeigt, und ich hoffe, dass das viele Bundespolizisten in unserem Land auch zur Kenntnis nehmen, wo die einzelnen Fraktionen dieses Parlaments ihre Schwerpunkte setzen. Die einen: Wir haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass es einen beispiellosen Aufwuchs bei der Bundespolizei gab. Sie haben stattdessen den Gesamtpersonalansatz der Bundespolizei reduziert. Und man hat den Eindruck, die wichtigste Zukunftsstelle für die Bundespolizei in der Zukunft sind bei Ihnen nicht neue Einsatzhundertschaften, die es dringend bräuchte, sondern ein Polizeibeauftragter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns in den vergangenen Jahren und tun es auch mit dieser Debatte sehr klar dafür eingesetzt, dass die Bundespolizei Instrumente und Befugnisse auf der Höhe der Zeit bekommt. Statt neuer Befugnisse und Instrumente gibt es von Ihnen eine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten. Das ist zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und man hat den Eindruck, in Ihren Vorträgen ist das Hauptthema eine sogenannte bürgernahe Bundespolizei. Das scheint Ihr Wunsch zu sein. Ich sage Ihnen, das ist auch die Realität in unserem Land, eine Realität, die Sie verkennen. Und das wichtigste Ziel, was es braucht, ist eine Bundespolizei, die wirksam gegen Straftäter und Extremisten vorgehen kann. Und dafür braucht es unseren Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach einer wirklich beispiellosen Erfolgsgeschichte der personellen Stärkung, die wir ja nicht nur alleine, sondern auch mit der SPD, die sich zum Teil daran ja nicht mehr erinnern kann und glaubt, in den letzten 16 Jahren sei alles schlecht gewesen. In dieser gemeinsamen Erfolgsgeschichte haben wir dafür gesorgt, dass 54.000 Bundespolizisten unsere innere Sicherheit stärken, unsere Freiheit verteidigen. Und diese Menschen brauchen einen rechtlichen Instrumentenkasten auf der Höhe der Zeit. Wir haben es gehört, das Bundespolizeigesetz, es ist 30 Jahre alt, es braucht einen Neuanlauf. Und ich sage gerade Ihnen, wo Sie uns immer vorwerfen, wir würden hier nur meckern, wir würden nur kritisieren, wir haben konkrete Vorschläge gemacht, Sie kündigen nur an. Wo ist denn Ihr Gesetzentwurf zum Bundespolizeigesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und ich fände übrigens toll, die Spatzen pfeifen das ja von den Dächern. Es gibt ja einen Referentenentwurf, wir haben gehört, der steckt jetzt im Finanzministerium fest. Ist übrigens auch ein tolles Zeichen vom Parlamentarismus, dass wir die Dinge irgendwo in der Öffentlichkeit diskutiert finden, aber nicht hier im Parlament. Trotzdem wissen wir natürlich, was Sie vorschlagen. Es ist ungenügend. Einführung von Tasern, den sogenannten Distanz-Elektroimpulsgeräten, Fehlanzeige. Quellentelekommunikationsüberwachung, Fehlanzeige. Online-Durchsuchung, Fehlanzeige. Stattdessen Kennzeichnungspflicht und Polizeibeauftragte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Entwurf trägt den Namen Bundespolizeigesetz, ist in der Sache aber keine notwendige Stärkung der Bundespolizei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den gibt es stattdessen von uns, und ich will Ihnen auch noch mal sagen, Sie fallen, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, deutlich hinter dem zurück, was wir in der vergangenen Wahlperiode auch gemeinsam beschlossen haben. Das Bundespolizeigesetz, das im Bundesrat gescheitert ist, das war nicht irgendwie mal eine unverbindliche Willenserklärung der Union, sondern es war ein Beschluss dieses Parlaments, und es ist gescheitert auch maßgeblich an der SPD, an Boris Pistorius und am Bundesrat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und Frau Faeser, ich sage Ihnen, Sie müssen dann auch liefern und sollten dann im Bundesrat auch dafür sorgen, sich etwas zuzutrauen und jetzt nicht lieblos das Bundespolizeigesetz so auszugestalten, dass all die Dinge, die eine Zustimmungspflicht im Bundesrat auslösen, dass die alle gestrichen werden, weil Sie es sich nicht zutrauen, dort die Ministerpräsidenten zu überzeugen. Und ich finde, wer andere Ministerpräsidenten nicht überzeugen kann, ein gutes Bundespolizeigesetz zu machen, der sollte auch selbst nicht das Amt der Ministerpräsidentin anstreben. Das ist bei Boris Rhein deutlich besser aufgehoben. Frohe Weihnachten, liebe Kolleginnen und Kollegen.